Erinnert ihr euch an so Gruppenprojekte aus der Schule, wo ein paar fleißige Bienchen die ganze Arbeit gemacht haben und die anderen, die haben sich im Hintergrund gehalten, aber am Ende haben trotzdem alle die gleiche Note bekommen? Vielleicht wart ihr ja sogar das fleißige Bienchen. Oder das Teammeeting letzte Woche, bei dem von 10 Leuten genau 3 was Sinnvolles beigetragen haben. Am Ende, da gab es aber trotzdem Lob für alle, für diese produktive Sitzung. Man nennt das soziales Faulenzen und das ist ein Phänomen, das es nicht nur in Gruppenarbeiten oder am Arbeitsplatz gibt, sondern das gibt es auch im Verein oder in Online-Communities oder auch in eurer Familie. Das erste Mal wurde dieses Phänomen von Maximilien Ringelmann beschrieben. Das war ein französischer Agraringenieur und diese ganze Entstehungsgeschichte von dem Konzept, die ist etwas skurril. Also los geht's in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts. Da hat Ringelmann in Experimenten Leute an Seilen ziehen lassen und dabei fällt dem auf, dass Einzelpersonen weniger Kraft aufbringen, wenn sie in der Gruppe ziehen, als wenn sie alleine ziehen. Also alleine haben die sich irgendwie mehr reingehängt. 1913, und damit immerhin 30 Jahre nach dem Experiment, da schreibt Ringelmann diese Seilziehergebnisse mal auf. Und das ist damit immer noch eine der ersten Studien in dem Bereich, den man heute Sozialpsychologie nennt. Jedenfalls dieses Phänomen, also dass Menschen sich in Gruppen gerne mitziehen lassen, das wird immer noch Ringelmann-Effekt genannt. Der Artikel von Ringelmann, das ist der hier, der ist dann aber verschwunden. Später, im 20. Jahrhundert, da wurde soziales Faulenzen ein richtig heißes Forschungsthema und Ringelmann wurde immer wieder zitiert. Aber niemand hatte den tatsächlichen Artikel. Deswegen wurde Ringelmann auch gerne mal als deutscher Psychologe beschrieben oder lediglich als Student, der zwar Daten gesammelt hat, die dann aber nie publiziert hat. Mitte der 80er Jahre, da haben sich David Kravitz und Barbara Martin aufgemacht, diesen Originalartikel zu finden und mal im Detail aufzuschreiben, was Ringelmann denn nun eigentlich tatsächlich rausgefunden hatte. Und dass er halt eigentlich französischer Agraringenieur war. Rausgekommen ist dieser Text hier. Ringelmann rediscovered. Ende der 70er Jahre, da war ja Monsieur Ringelmann noch Herr Ringelmann, also deutscher Psychologe, da hat Bibletani zusammen mit Kollegen aus Ohio diesen Artikel hier geschrieben. Und es bleibt etwas skurril. Das, was Ringelmann rausgefunden hat, das war ja aber verloren gegangen, das finden die eigentlich nochmal. Die haben ein Experiment gemacht und dabei haben die Leute in eine schalldichte Kabine gesetzt und die dann klatschen oder noch besser schreien lassen. Und wenn andere auch geschrien haben, dann haben die einzelnen Leute weniger laut geschrien. Jedenfalls nennen die das in ihrem Artikel soziales Faulenzen bzw. Social Loafing. Und der Begriff, der verfängt total. Da fühlen sich alle, die mal eine Gruppenarbeit gemacht haben, richtig abgeholt. Und deswegen sagt man dazu bis heute soziales Faulenzen. Jetzt ist soziales Faulenzen aber nicht genau das, was Ringelmann rausgefunden hat. Denn der ist davon ausgegangen, dass man den Effekt durch steigende Koordinationskosten erklären kann. Also ich trage weniger in einer Gruppenarbeit bei, weil ich halt einen Teil meiner Energie aufbringen muss, um die Arbeit der Gruppe zu koordinieren. Wenn ich in der Schule Hausaufgaben alleine mache, dann muss ich mich ja mit niemandem irgendwie abstimmen. Aber wenn man was zusammen machen muss, dann hält einen das ganze Koordinieren halt von der eigentlichen Arbeit ab. In der Letaney-Studie, das war die mit dem Rumgeschreie, da gibt's aber nichts zu koordinieren. Die sitzen einfach in der Kabine und sollen schreien. Und deswegen sagen die Autoren, kann man, was da passiert, nicht durch steigende Koordinationskosten erklären, sondern eigentlich nur durch einen Motivationsverlust. Und diesen Motivationsverlust, den wir in Gruppenarbeiten erleben, den nennen die soziales Faulenzen. Zum sozialen Faulenzen, da gibt es seit Ende der 70er Jahre eine ganze Batterie an Studien. 89 zum Beispiel, da gab es mal diese hier, in der wurden amerikanische Manager mit chinesischen Managern verglichen. Und da kam raus, dass soziales Faulenzen bei den Amerikanern viel ausgeprägter ist. Es wurde mit kulturellen Unterschieden erklärt. Also auf der einen Seite eine kollektivistische Kultur, bei der die Gemeinschaft wichtiger ist und auf der anderen Seite eine individualistische Kultur. Und die würde halt stärker zum sozialen Faulenzen neigen. Das ist jetzt auch intuitiv irgendwie nachvollziehbar. Es bringt uns aber für unseren Alltag wenig, es sei denn, wir ziehen um. Aber jetzt gibt es auch in individualistischen Kulturen Leute, die besser gelernt haben, sich in einem Kollektiv anzustrengen. Leute, die Mannschaftssport machen, zum Beispiel. Und es gibt Studien wie diese hier, die nahelegen, dass bei so Mannschaftssport-Erfahrenen die Neigung zum sozialen Faulenzen nicht ganz so ausgeprägt ist.
Das klingt erstmal gut. Der Teufel steckt aber wie immer im Detail, weil das ist halt was ganz anderes, ob ich motiviert bin, mal kurz an so einem Seil zu ziehen oder halt wochenlang in einer Gruppe eine Hausarbeit zu bearbeiten, bei der ich doch ganz genau weiß, dass ich auch bequem Mikado spielen kann. Also einfach darauf warten, dass jemand anders als erstes zuckt. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, kann man was gegen soziales Faulenzen tun? Und darauf gibt es im Grunde drei Antworten. Erstmal kleine Teams. Denn je größer eine Gruppe ist, desto besser kann ich mich da mit meiner Minderleistung verstecken. Zweitens klare Aufgabenverteilung. Wenn jeder für alles verantwortlich ist, dann ist das einfach nur verteilte Verantwortungslosigkeit. Und drittens Anerkennung von individuellen Beiträgen. Denn wenn am Ende alle für das Gesamtergebnis gleichermaßen gelobt werden, dann bestätigt uns das ja in unserem sozialen Faulenzen. Wenn ihr also das nächste Mal zusammenarbeiten müsst, dann erinnert euch dran, mit ein wenig Struktur, Transparenz und vielleicht auch einer Prise Humor kann man so ein Team schon irgendwie dazu bringen, mal gemeinsam die Ärmel hochzukrempeln, damit halt nicht wieder die ganze Arbeit bei den wenigen fleißigen Bienchen hängen bleibt.